Hallo Ecke, heute wirst du ja nun endgültig verabschiedet als Vorsitzender des CVÖ, dem Landesverbandes Baden. Und deshalb haben sich auch der Generalsekretär Dr. Roland Werner und ich nochmal zusammengefunden, um dich auch jetzt von der herrlichen Umgebung in der Hugo-Breu-Straße hier in Kassel herzlich zu grüßen. Wir können ja beide heute Morgen nicht mit dabei sein bei diesem Abschiedsfest. Heute Mittag werde ich ja noch erscheinen dann im Schloss Unteröbisheim. Ja, lieber Ecke, bei dem Treffen der Leitungsverantwortlichen hier im Deutschen CVÖ Ende April habe ich ja schon die Dinge genannt, die mir im Blick auf deinen Dienst im CVÖ Baden wichtig geworden sind. Sie wird ja Dieter Stöckle nachher nochmal offiziell auch als Gruß weitergeben für den Vorstand im Deutschen CVÖ, was einfach nochmal als Botschaft von mir kommen muss. Du hast ja immer gesagt, der badische CVÖDM ist 3% Anteil im deutschen CVÖDM. In den letzten Jahren hat der badische CVÖDM nochmal eine starke Entwicklung genommen und ist heute mehr als 3% für den deutschen CVÖDM, sondern gefühlt sind es mindestens 20%. Und dafür danke ich dir und den Verantwortlichen im CVÖDM Baden herzlich. Und ich wünsche euch auch jetzt noch ein frohes Feiern und ein gutes Miteinander an diesem Tag im Schloss Unteröbisheim. Ja, auch von mir vielen Dank. Herzliche Grüße hier aus dem rauen Norden in den sonnigen Südwesten. Ein Wort, das Paulus einmal sagt, ich weiß, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ich würde das so übersetzen, ich weiß, dass das, was ihr für Menschen getan habt, was du für Menschen getan hast und für das Reich Gottes, dass das nicht irgendwie verrinnt im Sand, sondern dass das Früchte trägt, weil es in der Verbindung mit Jesus passiert ist. In diesem Sinne alles Gute, Gottes Segen. Dir und allen, alles, die das jetzt sehen, und schöne Feier weiterhin. Tschüss.